Wir könnten nämlich tatsächlich noch irgendwie Gesetze erlassen. Ich wüsste halt wirklich nicht mehr was, ne? Also Feldküche ist es halt... Würde halt noch irgendwie was bringen. Oder in der Feldküche wohl. Wir machen mal die Feldküche. Die Feldküche können wir nämlich... Können wir nämlich nicht an unseren Stahlwerken hinstellen. Und vor allen Dingen hier zwischen. Lol, sieht der Bezieher aus. Das würde nämlich auch nochmal Wärme bringen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht in der Feldküche. So. Ich finde, ich übertreibe es halt gerade so ein bisschen mit den Jägern. Aber andererseits... Das Ding brauche ich nicht gar nicht so dünn, ne? Selbstmord eines Witwers. Verdammt! Captain, ein junger Mann hat sie umgebracht. Er hat eine Nachricht hinterlassen. Sie war die Liebe meines Lebens. Wir wurden auf dem Weg getrennt und ich erreichte die Stadt allein. Eine Zeit lang war ich sicher, dass sie gerettet werden würde. Aber jetzt sehe ich keinen Grund mehr für sie, mich noch länger zu bleiben. Ich verstehe, die Hoffnung sinkt. Maus geht ja direkt. Ein Einwohner ist gestorben. Wo fehlt denn der jetzt? Ah, da war ich arbeitslos. Sehr gut. Ah, ne, doch nicht. Er war am Stahlwerk. Ärgerlich aber auch. So, also es kommen keine Leute mehr. Wie viele Leute habe ich jetzt eigentlich genau? Weil ich muss ja die Bevölkerung über 250 halten. Aber dann brauche ich eigentlich gar keine Reichweiten-Updates mehr, ne? Für meinen Generator und das ganze Zeug. Weil, meine, wofür? Ich müsste vielleicht langsam sicher darüber nachdenken, Häuser zu bauen. Ach guck mal, da wird sogar noch mal wärmer. Auf jeden Fall brauche ich nochmal die besseren Stahlwerke. Guck mal, ich kann hier Kinder reinstellen. Schön. Diese Feldküche werde ich wohl leider heizen müssen. Die Feldküchen haben aber eine gute Heizung von sich aus. Ja, yeah, Feldküchen gebaut. Ja, yeah, hoffentlich steigern wir eine Heizung machen. Ja, die steigern halt die Effizienz. Lokal, Gesamt 20 Minuten Tag. Das ist ganz schön viel Essen, was dabei verloren geht. Wollen wir nicht vergessen. Ich würde ja gerne die Jäger erforschen, aber das ist halt auch alles nicht so einfach. Ach. Du könntest mir natürlich nur erstmal die Zeit voranschreiten lassen. Eigentlich warte ich ja aktuell nur auf... Die Temperatur sinkt, ja, aber... Ja, das ist aber in Ordnung, weil ich kann ja... Sobald das die nächste Forschungsstufe... Also wir machen jetzt erstmal temporär Overdrive an, weil es erhöht ja die Stufe um 1. Wir haben ja gerade ein bisschen Kohle in der Hinterhand, nicht so viel. Und jetzt einfach Generator. Das sind 2. Sobald wir die haben, läuft das eigentlich, ne? Heizkörpereffizienz. Oh, weiß nicht. Bringt mir wenig. Als nächstes, glaube ich, werden erstmal die passiven Schutzdinger wichtig. Die Frage ist halt, ob ich, wenn ich schneller getechtet hätte, den ganzen Spaß mir hätte sparen können. Dass ich diese ganzen Häuser einfach im Kreis anordnen hätte können. Und alles wäre gut gewesen. Nervt gerade ein bisschen, dass ich keine Nachtschicht machen könnte. Es wärmt die Seele, Sir. Die Einwohner wissen, die Feldküche zu schätzen, die wir für sie gebaut haben. Sie haben eine Dedikation geschickt, die ihnen danken wird. Wir haben uns bereits bei unseren Glaubensbrüdern bedankt, die Küche leiten. Und wir werden sie in unseren Gebete einschließen. Diesen eisigen Ödland ist alles, was einem warm verhält, ein Lebensretter. Ich freue mich, das zu hören. Yay. Versprechen gehalten. Yay, so, alles klar, Jungs. Nachtschichten. Wir machen wieder länger. Schade, dass ich das nur mit den beiden machen kann. Für den Rest müsste ich so viel umbauen. Der Generator hat hier schon wieder welche. Ach, es wird immer, wenn in den Generator geforscht wird, stehen da so die Gebäude ringsherum. Das sind so Details, auf die ich aufziehen ist unheil, begegnen wir den Lords. Captain, die Beobachtungsposten bei der Signalstation werden eine große Gruppe von Fremden, die in unsere Richtung marschieren. Wir müssen annehmen, dass die Lords kommen. Unsere Einwohner befürchten, dass ihre schlimmsten Ängste wahr werden. Wir werden in dieser eisigen Hölle sterben, wenn wir uns vertreiben. Und selbst wenn wir bleiben dürfen, werden sie uns das Sklaven machen. Wir müssen kampfbereit sein. Ich verstehe. Binden den Lords. Die Aussicht darauf, dass viele Lords herkommen werden, hat verständlich aber zu Spannung geführt. Der Konflikt zwischen Leuten unterschiedlicher sozialer Klassen könnte die Zukunft unserer Stadt gefährden. In den nächsten Tagen könnte sich unsere Gesellschaftsform vollkommen verändern. Kümmern sich um die ankommenden Lords. So, Overdrive können wir ausmachen. Wie soll ich das machen? Also wie sieht denn das aus? Wie soll ich mich um die kümmern? Also kann ich den jemanden entgegenschicken? Du kannst sie nicht... 100 Überlebende. Also die bewaffnet? Okay, an der Stelle muss ich jetzt mal echt mal speichern, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dem machen soll. Hm.
Die Lords, die! Das ist deutsch. So, das haben wir erforscht. Generator Reichweite werde ich denn wohl doch brauchen, nachdem ich eigentlich gerade der festen Meinung war, ich brauche es nicht. Wie schnell sind die Idioten da? Ein Tag, 18 Stunden, alles klar. Bis dahin kriegen wir noch zwei Forschungen hin. Dann machen wir jetzt aber erstmal das... Die Wärmedämpfer wäre halt auch schön gewesen. Ne, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal das Dampfkraftwerk, weil ich brauche... Ah, verdammt, ich brauche den Mauerbohrer. Und zwar am besten gestern eigentlich, weil... Wir können Holz mehr reinkriegen. Fahren die nach Hause? Ne, die fahren nicht nach Hause. Schlecht. Ja, 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 ja. Wo ist denn der Mauerbohrer überhaupt? Da ist der Mauerbohrer. 8 Stunden Forschung. Wie spät haben wir es jetzt? 15 Uhr. Wird das heute noch fertig? 5 Stunden? Ja, nee, es wird heute nicht mehr fertig. In der Zwischenzeit können wir dieses Werk hier abreißen. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Mauerbohrer eigentlich bräuchte? Landeplatz. Schnee hat alle Spuren derer verwischt, die hier durchkamen. Vom Strand sind wir nicht in der Lage, das mysteriöse Schiff auszumachen, von dem unsere Leute berichten, wir müssten noch weiter hinauf. Wir haben das Schiff von der oberen Rand der Klippe über den Hafen entdeckt. Es ist recht groß, aber kein Dreadnought oder ein Frachter. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen Ozeandampfer. Zugefrorener Kolossus? Eine Handvoll gestohlener Schiffe, die auf magische Weise den eisigen Ozean überquerten und von der größten Katastrophe des menschlichen Geschichte gerettet haben. Ich lauf mal zum Ozeandampfer, mal gucken, was wir da finden. Ich habe halt keine Ahnung, was ist mit den... Kümmer dich um die ankommenden Lords. Also ist das kümmern im Sinne von unterbringen oder wie ist das gemeint? Bönn ist das Santa Maria der Stahlindustrie in der Tundra. Ich brauche halt Stahl, was soll ich denn machen? Ich brauche Mauerbohrer, ist eigentlich noch viel schlimmer. Die Dampfkerne reichen übrigens noch genau aus, für das, was ich vorhab. Zwei Stahlwerke, ein Mauerbohrer. Aber das Ding ist halt, ich brauche den Stahl. Brauche ich für das Aufrüsten der Häuser. Ich brauche das Holz, aber... Das Holz brauche ich auch für die Aufrüstung. Aber Holz kommt jetzt gerade halt noch mit meinen Leuten hier rein, ne? Ich bringe auch noch einen Dampfkern. Das war mein Dad. So, die sind da. Wir haben den zugefrorenen Körper heruntergeholt und anständig begraben. Am unteren Ende des Baums befindet sich eine Werkzeugtruhe. Die Kiste, die wir gefunden haben, enthält Ingenieurswerkzeug und einen Abschiedsbrief. Ihr habt mich unter falschen Versprechen hinterhergelockt, habt mich im Dunkeln gelassen und meine Frau gesagt, ich sei tot. Möge der Mächtige euch vergeben. Ich hoffe, ihr mögt mein Abschiedsgeschenk. Anscheinend haben die Menschen, für die der Brief gedacht war, dies nie gelesen. Wir können nur hoffen, dass wir seine Geschenke niemals erhalten. Das ist doch eine Falle, oder? Dem armen Mann mit seinen Werkzeugen begraben. Rohstoffe werden genommen. Es macht nicht Bumm. So, ich laufe jetzt mal zur Stadt zurück, damit ich morgen... Reicht das noch bis morgen früh? Ja, es reicht perfekt bis morgen früh. Hervorragend. Habe ich nämlich morgen früh das Holz, was ich sowieso brauche für meine weitere Forschung, weil ich gerade aktuell kein Holz produzieren kann. Ich habe mir gerade so überlegt, es wäre total klug gewesen, eine 24-Stunden-Schicht einzuführen. Warte mal, wir kriegen morgen Holz und Stahl. Das heißt, wir könnten jetzt nochmal kurz ein Rohstoffdepot bauen oder zwei. Für mehr Kohle. Oh. Es mangelt dann Holz. Die Lords kotzen mich ein bisschen an, die da kommen. Aber ich könnte ihnen sogar begegnen, ne? Du kannst die Speer. Ja, genau. So, okay, die sind da. Dann schicke ich jetzt mal den Lords-Leuten entgegen. Mal gucken, was das bringt. Lords 2. Die sind bestimmt bewaffnet. Ich möchte bis kurz feststellen, dass ich nicht mal ansatzweise genug Häuser für die Bande habe. Also jetzt brauche ich übrigens auf jeden Fall die 100 Leute. Das sind 100 Häuser. Ich brauche auf jeden Fall die Reichweite des Generators. Sonst habe ich nicht genug Platz für die ganzen Häuser. Mist. Ich muss die Häuser vor allem irgendwann noch bauen, ne? Das muss man noch dazu sagen. Sie sind unbewaffnet. Captain, die sich nähernde Fremden tragen keine Waffen. Was auch immer ihre Absichten sind, sie können uns nicht angreifen. Aber die Leute sind argwöhnisch. Das ist ein Trick, um uns zu überrumpeln. Die Lords sind gerissen. Ich warne euch. Diese Blutsauger werden alles tun, um sich an uns zu rächen. Ja, tragen keine Waffen ist schon mal gut. So, hier, das Ding ist fertig. Dann brauche ich jetzt den Mauerbohrer. Ich brauche den zwingend. Das hilft alles nichts. Ich brauche den scheiß Mauerbohrer. Dann bauen wir jetzt erstmal ein Dampfstahlwerk, weil ich möchte meine Stahlproduktion jetzt nicht komplett in den Wind hauen.
Schade, dass er jetzt erst fertig geworden ist, nicht am Vorabend. So konnte ich ja die Nacht nicht nutzen. Okay, das Ding ist fertig. Die Leute sind jetzt gerade schon weggerannt, ne? Oha, der Friedhof ist eisig kalt. Aber die Feldkirche ist noch maximal warm. War schön. Dampfstahlwerk auch. Das normale Stahlwerk nicht. Na gut, das wird hier gerade gebaut. So, der Mauerbohrer war aber schnell erforscht. Ja, dann können wir direkt noch den besseren Mauer, den Dampfmauerbohrer erforschen. Bisschen ärgerlich, das Ding halt mit Heizung betreiben muss. Es kostet halt wieder unendlich Mengen an Zeug. So, Elend. Viele Leute krank. Achso, ich bin mal wieder an den Grenzen meiner Kapazität gekommen. Achso, weil die Leute draußen in der Kälte arbeiten müssen. Das sollte sich zum Glück eigentlich recht schnell erledigt haben, oder? Sicher zurückgekehrt. So. Oh. Was wollen Sie hier? Nicholas Fry fragt das. Sie sind da! Die Lords sind da! Oh, guck mal, da steht so einer. Ein Mächtiger, es sind so viele. Lords in Lumpen. Captain, die Lords sind angekommen. Sie sind am Verhungern. Es sind mindestens 100 Personen. 100! Und es kommen noch mehr. Sie fliehen uns an, sie hereinzulassen. Also das würde bedeuten, dass wir unsere Nahrungsmittel ihnen teilen und eine Unterkunft für sie finden müssen. Du hast 2000 Personen eine Unterkunft zu bieten, industrielle Treibhäuser oder Hütten für fliegende Jäger zu bauen. 3 insgesamt. Die Unzufriedenheit steigt an. Du hast 2000 Personen eine Unterkunft. Fliegende Jäger schaffen wir. Hoffe ich. Unterkunft für alle kriegen wir auch hin. Die Ankunft so vieler hungernder Leute erfordern sofort Maßnahmen. Außer für Unterkünfte müssen wir auch für effizientere Quellen für Rohnahrung sorgen, wie Hütten für fliegende Jäger oder industrielle Treibhäuser. Industrielle Treibhäuser wären halt interessant, weil wir da mehr Leute ist. Das ist halt. Die hungernden Lords haben die Stadt betreten. Unsere Einwohner sind nicht erfreut über ihre Ankunft. Die Lords dagegen sind überglücklich. Vielen Dank, liebe Leute. Wir wären verdammt gewesen, wenn ihr uns nicht hier reingelassen hättet. Ja, ich verstehe. So, das heißt aber auch eigentlich, dass ich jetzt. Warte mal, die Dinger kann ich doch eigentlich auch betreiben, ohne dass ich. Wärmezone macht plus 3. Mit einer Heizung könnte ich die Dinger auch so betreiben. Ich könnte jetzt also quasi noch. Sind das 10 Häuser, die da rundherum passen? Ich hoffe schon. Ich muss auf jeden Fall Zelte bauen. Das ist halt ein bisschen dämlich, ne? Ich baue mal 2 Werkstätte. Ich brauche jetzt auf jeden Fall alle Forschung, die ich kriegen kann, ne? So, sofort hier 10 Leute rein. Zumindest haben wir jetzt Arbeitskraft in Massen. Das Ding ist immer noch kalt. Das wussten wir schon vorher. Ich erforsche gerade den besseren Mauerbau. Genau. Die Dampfkohlemine können wir uns leider gerade für den Moment nicht leisten. Wir haben gerade ziemlich viel Essen, aber wir müssen ja auch daran denken, wir müssen jetzt das Wärmefeld erforschen, das andere Ding. Die Kirche bräuchte ich jetzt gerade so ein bisschen, weil die steht nämlich ineffizient. Ich glaube, wir werden eine Nachtschicht in der Forschung einlegen müssen, so wie es aussieht. Also dann wenn wir in den Forschungs. Wir haben gerade genug Kohle eigentlich, um das Ganze ziemlich durchzumachen. Ja, wir brauchen die Nachtschicht in der Forschung, hilft ja alles nichts. Muss ich auch direkt mal knapp kalkulieren. Was kostet denn hier das, die Generatorreichweite kostet 60,40. Stopp. 20 Holz. 60,40. Wir können damit 5 Häuser bauen. Ich brauche 10. Knapp. Ja, macht eigentlich keinen Unterschied. Ich baue jetzt Zelte erstmal. Die übrigens wesentlich mehr Platz brauchen als gedacht. Vor allem muss ich über noch Wege ranbauen. Das habe ich gerade in meiner Berechnung gar nicht bedacht. Aber ich kriege noch ein bisschen Holz rein. Ja, kriege ich. Obwohl die Typen sind noch unterwegs, die kommen nicht zurück. 60,40, okay. Also das Problem ist halt, dass die Häuser ja alle am Erfrieren sind. Aber ich muss ja erstmal den Leuten Unterschlupf bieten. Ist wahrscheinlich besser, als draußen rumzurennen. Und wir erforschen danach hier auf jeden Fall
das andere. So, das heißt, das Ding bleibt erstmal 24/7 an. Das Gewächshaus und das Latz, weil die Kinder können nicht. Doch, Kinder könnten doch die Nacht durcharbeiten. So, ihr macht 24/7 Schicht. Wenn jetzt ein paar Leute sterben, dann ist es so. Oh, die Unzufriedenheit. So, dann noch Zweck. Kann ich noch was machen hier? Was irgendwie die Leute wieder? Der Tempel. Für den Tempel ist ja da kein Platz. Vor allem, wenn hier noch mehr Lords kommen, wenn da noch zwei Gruppen sind. Wenn es halt nochmal 100 Leute sind, das könnte halt echt noch ein Brecher werden hier. Ich habe vor allen Dingen schon Nahrungsmittel eigentlich bevorratet. Was soll's. Die gehen bestimmt jetzt ganz schnell weg. Hey, wir haben die Dampfmauerbohrer erforscht. Kann ich den tatsächlich auch bauen? Was kostet das Ding? 2040. Den kann ich bauen. Guten Gewissens sogar. Ah, sehr gut. So, ich müsste jetzt ja 10 Millionen Leute eigentlich haben, die über sind, oder? Einmal der Notfallschicht gewesen. La, lass den ausruhen. Ja, von mir aus. Ich erforsche gerade gar nicht. Achso, ist ja gerade fertig geworden. So, Generator Reichweite. Das ist essentiell, dass es jetzt fertig wird über die Nacht. Das Ding. Achso, meine Jäger sind übrigens da. Welche Idiot die Typen begleitet hat. Das war wahrscheinlich die Vaterbiegung. Achso, die Vaterbiegung war das mit den Kindern, ne? Das könnte ich doch noch, Leute. Retten. Aber es ist, glaube ich, jetzt zu spät. Na gut, wir schicken die Leute mal hier hin. So, die fahren dahin. Also zumindest mit den Unterkünften kriegen wir jetzt gerade schnell über die Bühne. Vor allem wird es gleich nochmal kälter. Das ist auch so ein Ding, was ich halt mal ja nicht bedacht habe, ne? Das ist natürlich für die Leute da. Gut, die sind die einfach frieren. Das erhöht natürlich wieder meinen Krankenstand gewaltig. Das ist halt echt die Frage, ob die Leute ohne Unterkunft besser dran sind als so. Wir lassen jetzt übrigens mal kurz das Ding mit dem Krankenhaus, oder? Warte mal. Krankenhaus? Fürs Krankenhaus muss ich... Hätte ich das Pflegeheim vorher lassen müssen. Das war jetzt ein Fehler. Nee. Bin ich jetzt gerade doof? War das Krankenhaus? Pflegeheim? Ich muss ein Pflegeheim bauen. Hä? Werde ich jetzt irre? Ich war doch das Krankenhaus. Das war ich bestimmt nicht beim Glauben hier. Ich meine, die kann ich einen scheiß Tempel bauen. Oder kann ich das Krankenhaus... Ach nee, das Krankenhaus muss ich ja forschen! Haha! Ah, da habe ich ja gerade gar keine Zeit für. Die ankommenden Lords. Erst wenn das nochmal 100 sind, dann wird es halt echt ein bisschen tricky hier. Zu nobel für die Arbeit. Captain einer Lords weigert sich zu arbeiten. Er sagt, dass derart niedere Tätigkeiten dem Gemeinvolk überlassen werden sollten. Er behauptet, sei der Schriftvoll oder sowas gewesen. Schickt ihn an die Arbeit. Die Unzufriedenheit sinkt leicht. Der geht auf jeden Fall arbeiten, der Sack. Der feine Herr möchte nicht arbeiten. Oh, das ist so wichtig, dass das gleich fertig wird. Guck mal, wie die Kranken gerade hochgehen. Was ist das denn? Frostborn. Einer unserer Leute ist schwer krank. Diagnose Frostborn. Wenn die Leute weiterhin in derartiger Kälte arbeiten müssen, war es das nicht der letzte Fall. Ich verstehe. Ja, aber ist ja gleich die Generatorleistung fertig, denn... So, bitte. So, Generatorreichweite erforscht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann werde ich wahrscheinlich gleich mal vorarbeiten müssen. Warte, morgen früh wird es kalt, ne? Wie warm ist es jetzt in den Wärmegebieten? Ich habe kein Holz für die Scheiße. Ach nein. Das habe ich nicht irgendwo noch Wege, die ich abreißen kann? Es fehlt mir ein Holz. Sehr gut. Überlastungskupplung. Ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen, wenn der Granatüberlastung aktiviert ist. Wäre gut. Großes Rohstofflager, Sammelstellen, Wärmedämmung. Brauche ich nicht wirklich. Aktuell läuft ja eigentlich alles über den Generator, ne? Genau. Morgen wird es kälter, aber es wird danach wieder wärmer. Wir können also direkt zu den fliegenden Jägern eigentlich übergehen. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt direkt die fliegenden Jäger. Holz ist ausgegangen. Ja, ja. So.
Der majestätische Ozeandampfer erhebt sich vor uns in den Lüften, während wir uns den unteren Laufsteg nähern. Er wird von allen Seiten von Eis umgeben. Dieser Ozean, ey, unknown ship. Der Ozeandampfer hat viele reiche Leute hierher gebracht. Selbst in diesen verzweifelten Zeiten konnten sie luxuriös herumreisen. Auf der Brücke haben wir einen Brief folgenden Inhalts von Lord Craven an den Captain gefunden. Wenn wir uns auf eines der Schiffe stoßen sollten, das von den Arbeitern entwendet wurde, haben sie die Erlaubnis zu feuern. Eine Kanone, die grob ans Vorderdeck genagelt wurde, beweist, dass sie uns tatsächlich töten wollten. Rohstoffe nehmen. Ja gut, Lord Craven, wie viel Zeug haben die jetzt bei? Ja, nicht so viel. Können wir ja noch den zugefrorenen Kolossus geben. Der liegt sowieso mehr oder weniger auf dem Rückweg, ne? Das dauert 14 Stunden? Ich überlege halt gerade, ob es... An sich ist es, glaube ich, klüger, erst dahin zu gehen und dann von da nach da zu reisen, ne? Weil bekannte Wege gehen ja schneller. So, und die sind... Ach, da oben unterwegs. Okay, sehr gut. Der Einwohner ist schwer krank. Sollten wir mal kurz ein bisschen die Zeit vorgehen lassen? Jetzt müsst ihr eigentlich... Jawohl. Es sind immer noch 17 Leute obdachlos. Ups. Habe ich mich verrechnet? Ich dachte, ich hätte genug Hütten gebaut. Ups. Captain, der Lord, der die Arbeit verweigert hat, wurde wegen seiner arroganten Einstellung verprügelt. Er wurde zur Sanitätsstation geschickt. Ich verstehe. Oh, hat er verdient. Wenn ich jetzt noch Platz übrig hätte für ein Lord, wurde er krank. Also es gibt die Lord als extra Arbeitsgruppe? Nö. Er war Schriftsteller. Der feine Herr. Ja, mein Verständnis ist etwas gering. Übrigens ist es sehr gut, dass ich vorhin diesen nutzlosen Weg gebaut habe. Das ist eigentlich der Trick schlechthin. Du kannst halt voll gut. Das bringt mir leider gerade gar nicht so viel, wie ich dachte eigentlich. Du kannst eigentlich voll gut in Zeiten der Not. Also du musst quasi gar kein Lager bauen, wenn du genug Arbeitskraft über hast. Kannst du quasi mit Wegen. Ah, es ist nur halb effizienter. Das ist nicht so gut. Kannst du ja mit Wegen quasi Zeit sparen. So, wann sehe ich denn, dass das hier noch drin ist im Feld? Also ist diese Hütte jetzt noch im Wärmefeld drin oder nicht? Das ist nicht ersichtlich. Ich baue die jetzt und gucke, ob das Ding drin ist. Was ist denn jetzt los? Es ist ja eine Nacht hier. Noch mehr Fremde. Captain, eine weitere Gruppe von Lords marschiert in unsere Richtung. Ist wahrscheinlich nicht die letzte. Ja, da kommt noch eine. Das ist ja schön. Wie viele sind es denn diesmal? Ist nicht euer Ernst! Ja, ich sollte auf jeden Fall den Spaß mit dem Pflegeheim mal unterzeichnen. Ja, ich mal Holz hätte. Ich hätte vielleicht mal meine Jungs mal zurückschicken sollen. Die 201 Holz könnte ich jetzt gut gebrauchen. Feuer? Ist drin. Das ist super. So, wir haben ein Gesundheitszentrum, brauchen wir nicht wirklich. Was wir eigentlich bräuchten, wäre das Ding hier, ne? Krankenhaus. Krankenhaus? Brauchen wir Holz mal forschen. Ja, Mist. Brauche ich nicht gerade auch nicht Heizkoeffizienz, Granate. Dampfzentren reicht. Das ist eigentlich das, was ich jetzt brauche, um mehr Häuser zu bauen. 20 pro Stunde ist eigentlich voll gut. Wenn ich jetzt zwei Mauerbohrer hätte, würde ich sogar noch besser dastehen. Das ist immer, wo ich für meine, dass mir das Stahl ausgeht. Also der Stahl. Ich nehme aber nicht an, dass so ein scheiß Mauerbohrer nur Holz kostet. Was kostet die Hütte der Klinik? Oh, so teuer. Okay, wir kriegen... Die Typen brauchen noch einen Tag. Das bringt mir ein bisschen Luft. Wenn ich den Weg hier abreißen würde, wäre bestimmt nochmal Platz, oder? Nicht? Echt nicht? Ach, so ein Elend aber auch. Warte mal, das Haus bauen wir noch nicht. Ich fange mal lieber erst mit der Forschung an. Dampfzentrum, brauche ich halt auch. Ne? Wie warm ist denn das in dem Boden hier eigentlich? Ich muss mir übrigens ein bisschen Sorgen machen um meine Kohle. Das hält dann, gebe ich noch 2 Tage. Wie sieht denn das mit der Ökonomie aus? Alter. Gut, der Generator ist sowieso gerade im Overdrive. Insofern ist es gerade nicht so doll. Ich muss die Typen, glaube ich, zurückkehren lassen. Zum...
Wie lange dauert denn das? Ein Tag und 7 Stunden? Ist noch vor den Lords da, wenn sie das machen. Dann können wir auf jeden Fall die Häuser immer bauen. Das ist wichtig. Dann werden die zwar kurz frieren, aber wir kriegen immer die scheiß Häuser gebaut. Vor allen Dingen das Problem ist auch der Krankenstand. Der wird ja... Gut, der sollte eigentlich weniger werden, wenn ich darüber nachdenke. Boah, ich hab halt noch kalte Hütten. Das können wir halt ja auch nicht ewig machen, ne? Auch von der Kohle her nicht. Habe ich nicht noch bessere Kohlewerke erforscht? Ah genau, ich habe noch bessere Kohleminen erforscht. Die kann ich bloß gar nicht bauen. Oder? Ne, ich habe nicht die verbesserten Kohleminen erforscht. Sind hier hinkommen. Ein besonderer Ort im Frostland. Wir können jetzt wirklich bei Drakon. Yay, Kohlemine und Felsschloss. Ja, schön, dass ich jetzt die Kohlemine finde. Die hätte ich mal vorher gebraucht. Die haben nichts bei, ne? Also kann ich die eigentlich genauso gut auch weiterlaufen lassen. Und hoffen, dass ich in der Wüste noch irgendwas finde. Also die Kohlemine bringt mir halt jetzt nichts mehr, weil jetzt noch einen Außenposten zu bauen ist, glaube ich, ein bisschen spät. Obwohl, da natürlich könnte ich gut Personal rausschicken damit. So, mehr Reichweite für Dampfsand. Das ist wichtig. Was auch wichtig ist, sind die versprochenen fliegenden Jäger. Die brauchen übrigens eine Menge Stahl. Mir fällt gerade so auf, dass es voll gut, dass ich die fliegenden Jäger habe. Oh, was ist jetzt schon wieder? Captain, die Lords, die vor kurzem angekommen sind, haben uns für einen Sendemast berichtet, den sie unterwegs sahen. Vielleicht wird er von einem Dampfkenner getrieben. Unsere Einwohner sind bei der Arbeit immer weniger engagiert. Vielleicht sollten wir ihnen wenigstens Zusatzrationen geben. Ja, das haben sie sich verdient. Haben sie? Ja gut, wir haben tatsächlich Essen über. Ich bin zwar selbst erstaunt, das zu sagen. So, ich sollte 3 fliegende... Achso, ich muss mal ein Fliegerheim bauen. Sollte ich halt wirklich mal machen, ne? Gesundheit, Fliegerheim. So, das ist schon mal gut. So, Fliegerheim. Oh, das ist so groß, das ist so lächerlich groß, dieses scheiß Pflegeheim. So, das passt hier aber perfekt rein, ne, in die Ecke. So. Einziges Problem. Dass meine Leute wieder im Kalten arbeiten. Und dass ich kein Holz habe. Meine Forschung gerade durch ist. Mist. Abbruch Pflegeheim. Wir fangen wieder eine neue Forschung an. Das Pflegeheim können wir auch eine halbe Stunde noch bauen. Obwohl, Differenzmaschinen kosten schon recht viel. Wie gesagt, Außenpostendepot ist halt irgendwie. Automatone werden auch nichts mehr bringen. Ja, 2 Stufen bringen halt auch irgendwie nicht so richtig was. Das bringt halt wenig. Dampfkohleminen. Die brauchen wir noch. Sammelstellenwärmelung. Wärmedämmung im Gesundheitswesen wäre halt noch eine gute Idee. Tja. Ja, was ich vor allen Dingen, glaube ich, viel mehr brauche, ist die scheiß Wärme. Ja, das ist ja nicht das Speisehaus. Das da ist ja das Vorratslager. Da arbeitet ja niemand drin. Es ist ja nicht egal, ob es da kalt ist. Also ich brauche keine Wärmedämmung. Sehr gut. Häuser? Krankenhäuser. Ja, wir sparen das Krankenhaus. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir für den Moment tun können. Ja. Ja. Krankenhaus, gut. Also ich hoffe, die komischen fliegenden Jäger werden noch vor Ende der Nacht fertig. Anfang der Nacht. So, jawohl. Die Hoffnung steigt an. Infrastruktur verbessert. Speer sind angekommen. Der Feldschuh hat einen Betonmauer mit einer großen, schweren Stahltür freigelegt. Wir haben die Tür der Betonmauer mit Mühe geöffnet. Im Inneren fanden wir einen wertvollen industriellen Schatz. Ein Untergrundkomplex, der möglicherweise für seine Fabrik oder ähnliches beherbergt. Entdeckter Ort, Bankengewölbe. 7 Stunden. Die Gier, ne? Aber die Typen haben auch kein Holz bei, insofern bringt das eigentlich gar nichts. So, wurden entsendet. Judy. Dann müssen wir jetzt trotzdem mal unser Pflegeheim bauen, weil da kommt bestimmt wieder irgendjemand krank auf uns zu. Und dann müssen wir anfangen. Ich baue halt immer noch Zelte.
Was wird gebaut? Warum sind die Hütte nicht versorgt? Da ist eine Straße dran. Judy. Das hat doch mal 100 Mann. So, die fliegenden Jäger fliegen los. So, kümmere dich um die ankommende Gruppe der Lord. 6 Stunden noch. Was? Warum 6 Stunden noch? Achso, 6 Tage noch. Man wird diesen Tag mal wieder warm. Okay, Generatorüberlastung, wir haben noch einen Tag Zeit. Schön. Wir sind schon wieder mit der Forschung fertig. Mechanisierung, das kann aber beschäftigen weniger Leute. Das ist gerade tatsächlich nicht unser Problem. Das brauchen wir also nicht wirklich. Speisehauswärmedämmung. Geschenkt, brauchen wir nicht. Dampfkohlewerk brauchen wir jetzt. Ich weiß, aktuell habe ich viel Kohle. Aber. Versprechen gehalten, Pflegeheim. Yay. Warum hat diese Hütte keinen Weg? Die hat doch einen. Zum Betrieb. Will das Spiel mich verarschen? Ach so, weil der Weg noch nicht fertig ist. Deswegen. So, wie schaut denn das hier aus mit unserer Ökonomie der Häuser? Wir haben. 53 freie Betten, 12 im Pflegeheim. Okay. Das Schlimmste ist halt, wenn ich... Ich bin halt nicht in der luxuriösen Verfassung, dass ich jetzt noch sagen könnte, ich baue woanders jetzt noch eins. Es stapelt sich ja nicht die Kohle auf. Also die schaffen das gar nicht, das leer zu räumen. Achso, warte mal, das Ding muss ja endlich mal den ganzen Tag an sein, weil die arbeiten ja nicht mehr. So, die sind... Zwischen den Türen und den Rahmen gibt es einen breiten Riss, der groß genug ist, um sich hindurchzuzwängen. Im Inneren herrscht absolute Dunkelheit. Das ist in der Tat das Gewölbe, in das die Lords so viele ihrer Schätze geschafft haben, wie sie nur konnten. Allerdings gibt es nicht viele Dinge, die an Gold erinnern. Von etwas uralten Schmuck und einigen Kunstwerken einmal abgesehen. Im Gegenteil, hier befinden sich viele Schätze des Wissens und der Wissenschaft. Instrumente, Bücher, Zeitungen und Briefe. Alles nehmen, was wir gebrauchen können? Hier gibt es nichts, sondern... Naja, wir nehmen alles mit. So, wir gehen wieder nach Hause. Die sind echt schneller als die Lords? Okay. Na gut. That is it. Judy. Wie lange hält das der Overdrive noch durch? Auf jeden Fall nicht die Nacht, das ist mir schon klar. Wäre schön, wenn es da dran stehen würde, wie viel Overdrive man noch hat. Wir machen den Overdrive mal aus hier. Ich meine, an und für sich geht's eigentlich noch. Und es ist jetzt nicht übermäßig kalt hier eigentlich. Ein bisschen doof, dass ich das hier in den Rand gebaut habe. Mir fällt gerade auf, das liegt jetzt ja im Randgebiet, weil ich ja dachte, dass die Kälteforschung später kommt. Ich habe immer noch so viele kranke Leute. Aber das Krankenhaus... Wo willst du denn noch hinbauen? Wollte mal hier? Hier könnte ich es hinbauen. Warum eigentlich nicht? Das Krankenhaus. Das ist notwendig. Das ist richtig und wichtig, das zu bauen, das Krankenhaus. So, die fliegenden Jäger sind wieder da. Die Dampfkohle. So, die Dampfkohle. Moment. Erst die Forschung machen. Ich meine, die Kohle passt ja gerade für den Moment. 125 Holz, dafür müssen wir jetzt sparen. Hilft ja alles nichts. Meine Leute kommen ja vorher, die das andere Zeug bringen. Das ist gerade in irgendwelchen Einrichtungen kalt, dass ich jetzt irgendwie eine Wärmedämmung bräuchte. Ja, ist halt nicht so ideal. Aber warte mal, ich habe ja eigentlich... Das ändert nichts, oder? Nö. Ein kühlen Gewächshaus kann man noch arbeiten. Das ist ja schön. Warum sind die Sammelstellen eigentlich wärmer? Wann sind meine Leute da? 2 Stunden. Ne, die mit dem Holz sind 3 Stunden da. Kann ich noch was Kleines in der Zwischenzeit erforschen? Vielleicht Wärmedämmung im Gesundheitswesen? Komm, das müsste doch eigentlich ruckzucki fertig sein, oder? 5 Stunden. Genau, bis dahin ist nämlich auch das Holz da. Haben wir eine Stunde ohne Forschung. Achso, Krankenhaus besetzen. Danke bitte. Wird es theoretisch nochmal wärmer oder wird es nur kälter? Irgendwann wird es wieder wärmer. So, aber unabhängig davon sind wir fertig für heute. So, dann gucken wir beim nächsten Mal, wie weit wir kommen. Sieht ja jetzt gar nicht so schlecht aus. Also, wie gesagt, für den höheren Schwierigkeitsgrad war das halt irgendwie nicht so erfolgreich, ne? Also, da war das halt irgendwie... Dafür bin ich dann doch noch nicht gemacht. Steff, der heute wieder nicht da ist, meinte zwar, ich könnte das irgendwie schaffen. Aber es sieht nicht so gut aus.
Na gut, beim nächsten Mal versuchen wir es mal weiter, wie wir die Flüchtlinge noch hier rettet kriegen. Sieht ja jetzt recht stabil aus. Kommt drauf an, was jetzt noch kommt. Wir müssen ja noch zigtausend Leute bauen. Ich habe mich so ein bisschen verbaut. Ich habe jetzt nicht wirklich mehr Platz für Häuser. Also ich kann jetzt halt nur ineffiziente Dampfgeneratoren bauen. Weil hier, diesen Platz hätte ich eigentlich freilassen müssen. Weil jetzt habe ich hier oben noch die Ecke. Aber ich habe nirgendwo mehr, wo ich noch richtig effizient Häuser hinklatschen kann. Weil egal, wo ich jetzt einen Dampfgenerator baue, das passt halt nirgendwo. Ne? Deshalb dumm. Und ich habe halt vor allem diesen hohen Krankenstand, der halt bloß deswegen kein Problem ist. Weil ich halt irgendwie... Boah, ist halt, ne? Ich kann ja noch ein Pflegeheim aufbauen, dann passt das auch. Also der Krankenstand ist deswegen schon nicht das Problem, weil ich halt so viele Leute habe, dass es meine Produktivität nicht einschränkt. Ansonsten wäre es ein Riesenproblem. Wenn die Typen hier noch kommen, oh, wird lustig. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Na gut, wie immer sei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich habe mich die ganze Zeit ausgeblendet, fällt mir so auf. Meep.